Okay, Leute, danke nochmal an Julian, dass er alles zahlt. Victor, das ist jetzt mein Video. Geh weg, Victor. Okay, okay. Victor, geh weg. Okay. Jetzt kommt das zweite Video. Ich bin schon ein bisschen hacke. Victor und ich holen uns noch ein Getränk, damit meine Hemmschwelle ein bisschen verloren geht. Und nice Spaß, Bro. Und wir werden gleich Mädels interviewen, die nackt sind. Also ich hoffe, die sind alle nackt hier. Ich habe jetzt noch nicht... Auf jeden Fall werde ich gleich Mädels interviewen und macht euch auf die Interviews gefasst. Bis gleich. Ihr wollt interviewt werden? Okay. Auf keinen Fall. Okay, wir interviewen euch. Was ist los? Okay. Wie geht's dir heute? Warte. Danke für das Bier. Ich bin aber schon hacke. Okay. Meins ist leer. Okay, komm. So, jetzt erzähl, was wir wissen. Komm, bist so, super. Ich bin so ein YouTuber, weißt du? Ah, YouTuber bist Sag du? Sag mal deinen Namen. Ein Influencer, Thorsten. Thorsten, ja. Super, dass wir uns heute hier gefunden Thorsten haben. Thorsten aus Saarbrücken. Thorsten aus Saarbrücken, wie findest du die Venus bisher? Total heftig. Total heftig? Viel zu wenig Männer. Thorsten, ich sag mal so, ne? Ich bin hier heute auf Ladysuche. Ja, ich bin aber auf Männersuche. Thorsten, das war ein schönes Interview. Thorsten. Ich danke dir, wie auf Ladies Suche. Dankeschön, Thorsten. Wir sehen uns das nächste Mal. Okay, Thorsten sagt, ich bin eine geile Sau, aber ich bin hier heute auf Ladies Suche. Deswegen, Thorsten war mein falscher Ansprechpartner. Victor, was sagst du dazu? Gar nichts. Okay, Victor, was willst du trinken? Heute alles auf Julians Nacken. Okay, Mädels, wie heißt du? Jana. Jana und? Paula. Paula. Also, ihr macht das Interview gerade, damit ihr einen Drink von mir bekommt, oder? Ja? Ja? Ich hab dich nicht verstanden. Damit ihr einen Drink von mir bekommt. Logisch. Ja, genau. Also Jana und nochmal? Paula. Paula, Jana und Paula. Ganz kurze Frage. Warum seid ihr auf der Venus? Um unsere Freundin zu besuchen. Bitte? Um unsere Freundin zu besuchen. Welche Freundin denn? Unsere Domina Lady Cora. Okay, hört sich sehr interessant an. In der Kitty Lounge. In der Kitty Lounge. Okay. Ich habe eine Frage. Du hattest mich mal bei RTL 2 gesehen, ja? Genau. Genau. Also, ich bin YouTuber. Ich bin YouTuber. Weißt du davon? Nein. Nein. Sie weiß es nicht. Ich glaube, du weißt es, oder? Ich bin YouTuber. Ich weiß es. Die YouTube-Industrie ist sehr schleifend und sehr langweilig. Okay, oder? Kann ich mir vorstellen, ja. Und ich bin auf die Idee gekommen, weil ich finde das hier mega geil. Also, ich finde die Venus übertrieben geil. Ich bin besoffen und ich finde die Venus mega. Kannst du dir vorstellen, dass ich in der Erotikindustrie Fuß fassen könnte? Nein. Nein, warum nicht? Weil du nicht so aussiehst. Warum nicht? Weil du nicht hübsch genug bist. Bitte? Weil du nicht hübsch genug bist. Ich glaube, die Mädels wollen heute keinen Drink ausgegeben bekommen. Deswegen danke an Paula und Jana. Das war's. Warte mal. Ich habe noch eine Idee. Eine Idee habe ich noch. Ja, ja. Jana? Paula. Paula? Jana? Ja? Okay, Mädels, noch mal eine Frage. Wollt ihr heute mitkommen ins Pearl? Nein. Nee. Sei mal leise. Wollt ihr heute mitkommen ins Pearl? Nein, danke. Ich schließe mich an. Die Mädels wollen heute nicht mitkommen ins Pearl? Mitkommen zu mir nach Hause. Nein. Ciao. Okay, Freunde, wir haben hier gerade ein Interview getätigt. Das war aber nicht so cool, deswegen ich probiere das nächste. Hi. Hi. Wie heißt du? I speak only English. Wie? I speak English. Do you only speak English? Italian, Russian. Okay, thank you for this interview. Bye. Die Mädels haben nur Englisch gesprochen, wir müssen weiterziehen. So, wir hatten gerade ein Interview auf Englisch. Ich kann aber kein Englisch, deswegen... Nächster Versuch. Entschuldigung. Yeah. What? Hast du Lust auf ein Interview? Interview? And you speak English? Sie kann auch nur Englisch. Weiter geht's. Heute kann irgendwie jede Frau hier auf der Messe nur Französisch. Deswegen, wir versuchen weiterhin unser Glück. Und probieren Mädels zu interviewen, die auch Deutsch können.
Victor! Danke für das Interview. Danke für das Interview. Bro. Meinst du, ich habe das Zeug dazu, in der Erotik-Industrie Fuß zu fassen? Guck mich mal an. Und ich muss ehrlich sein. Ja? Aber das ist nicht gut. Warum? Soll ich ehrlich sein? Ja. Du schaust viel zu jung aus und ich kenne deinen Schwanz nicht. Ich bin 20 Jahre alt. Wie alt bist du? 27. Das ist eigentlich genauso mein Kaliber. Ich glaube, ich muss dich enttäuschen. Okay. Wie heißt du auf Instagram? Lilly Vanilli? Ja. Okay, unterstrich XX. Ich folge dir. Danke für das Interview. Sie sagt, ich bin zu süß für die Erotikindustrie, aber mal gucken. Vielleicht sagt eine andere, dass ich dazu geeignet bin. Victor! Ja? Du hast gerade Alkohol entdeckt, der kostenlos ist, richtig? Ja, da gibt's Alkohol. Wo? Da vorne. Komm! Oh. Entschuldigung! Ich bestell einfach viermal. Geht ja auf Julian. Okay. Victor! 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 Ich weiß ehrlich nicht, was hier Leute los ist, aber in Ordnung. Auf die Venus! Danke, Julian! Danke, Julian! Prost, hallo! Und es schmeckt wie Mundwasser. Ja, Pierre Dolle. Also, Freundin, ich habe jetzt hier eine Frau gefunden, die bereit dazu ist, mir ein Interview zu geben. Sie heißt, Anna. Anna, ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Interview. Anna, was sagst du dazu? Anna, mich erfreut es auch sehr, dass du mir heute ein Interview gibst. Anna, findest du, ich bin hübsch? Dankeschön, Anna, ich finde auch, ich bin hübsch. Anna, wie findest du die Venus heute? Das ist super, dass du die Venus heute hervorragend findest und ich finde die Venus auch sehr gut heute. Anna, da sind zwei Mädels, ich glaube, die finde ich attraktiver. Mädels, Mädels, ein Interview. Ich bin YouTuber, kommt schon. Oh Gott, YouTuber, das geht gar nicht. Kommt schon, ein Interview. Ja, aber willst du wissen? Okay. Wie heißt du? Patricia. Patricia, du? Rachel. Rachel? Ja. Ey, voll der geile Name. Danke. Okay, Rachel, Patricia, wie findet ihr die Venus heute? Na geil, sehr ja? Klar. Ja, guck mal, ich bin ja YouTuber, oder? Na, weiß ich nicht. Okay, aber ich finde das YouTube-Business voll langweilig. Kannst du dir vorstellen, oder? Ja, klar. Und ich finde die Venus übertrieben geil. Ja. Ihr auch? Na, für euch Männer ist geil. Rachel, du auch? Ja, natürlich. Überall ja. Fitness, auch der Hammer. Genau, und ich habe jetzt eine Frage. Ja. Findet ihr, ich hätte das Zeug dazu, in der Erotikindustrie Fuß zu fassen? Nee. Nein? Warum du bist, nicht? Du bist so ein bisschen Bubi-mäßig. So süß. Okay. Ich das habe ich heute schon 20 Mal gehört. Ja, ich glaube, du kannst nicht so richtig Gas geben. Aber stille Wasser, ne? Ich habe heute schon eine Viagra genommen, mal abgesehen vom Gas geben. Ja, und wo ist er? Nicht da. Danke für das Interview, Patricia und Rachel. Hat mich sehr gefreut. Ciao! Die haben mich so gefickt. Ich meinte, ich habe heute eine Viagra genommen und sie hat gefragt, wo er ist.
Ich glaube, Dennis hat uns Scheiße gegeben. Ich glaube, Dennis hat uns Scheiße gegeben. Okay, Leute, das ist jetzt wirklich der letzte Versuch. Ich frage die Mädels, die ihr gleich sehen werdet, ob ich das Zeug dazu habe, in die Erotikindustrie einzusteigen. Also, macht euch auf was gefasst. Wie heißt du? Jess. Jen. Jenny. Jen. Und? Sandra. Wie? Sandra. Sandra, Jen und? Jess. Moment. Jess, Jen, Sandra. Okay. Ich habe eine kurze Frage. Ich bin YouTuber. Und ich finde das YouTube-Business sehr langweilig. Echt? Ja. Meint ihr, ich hätte das Zeug dazu, Fuß in der Erotikindustrie zu fassen? Ja, kommt darauf an, was du von der Ausdauer hast. Mit den Schuhen auf jeden Fall? Mit den Schuhen auf jeden Fall. Ja? Okay. Was sagst du? Lass mal stecken, das wollen schon so viele Wärter. Bitte? Schatzilein, lass mal stecken, das wollen schon so viele Wärter. Die Warteschlange ist lang. Meinst du? Meine ich. Wie viele Zentimeter hast du in der Hose? Eigentlich genug. Was heißt genug? Genug 10? 22. Auspacken. Auspacken? Aber guck mal, Moment. Ein Kumpel hat mir eine Viagra gegeben. Victor, gib mal noch eine Viagra. Victor. Moment. Kennt ihr Victor? Polnische? Polnisch, genau. Victor, gib mal eine Viagra. Polnische, ja. Wirkt die denn schon? Er hat schon eine genommen. Also, aber das ist jetzt die zweite, die ich vor Kamera nehme. Aber die wirken einfach nicht mehr bei mir. Victor, was mach ich falsch? Digga, mit dir ist alles falsch. Ja, hoppla. Okay. Oh. Alles klar, Leute, das waren die Interviews. Ich werde nicht die Möglichkeit haben, in der Pornoindustrie einzusteigen, weil die ganzen Mädels haben mir davon abgeraten. Aber was soll's. Ich gebe nicht auf. Nächstes Jahr bin ich wieder hier. Und ich werde probieren, im nächsten Jahr wirklich eine Zusage zu bekommen, dass ich wirklich an einem Porno teilnehmen könnte. Achso, hier ist die Zigarette. Entschuldigung. Ich bin nüchtern, Leute. Victor, was sagst du zum heutigen Erlebnis? Victor, können wir morgen wieder herkommen? Ja, lass morgen wieder herkommen. Und ja, wir gehen gleich ins Nachtleben hineintauchen. Vielen Dank an Markus. Er hat heute super die ganzen Aufnahmen aufgenommen und er geht jetzt gleich nach Hause und wir beide, wir werden probieren hier gleich vor der Messe, wenn alle raus sind, die Mädels zu klären und wir werden probieren heute im Clubleben erfolgreich zu werden mit denen, oder? Und danke an Julian Zietlow für die Drinks. Vielen Dank, Julian Zietlow, aber mir ist gerade aufgefallen, Julian hat mir gerade so geschrieben, ey, ich gebe das alles gar nicht aus. Also ich bin gerade heute mega pleite gegangen, aber egal, es hat sich gelohnt, Leute. Danke, vielen Dank fürs Zusehen. Danke, Victor. Danke, Ron. Danke, Victor. Danke, Manfred. auf Wiedersehen.